Hallo, willkommen. Mein Name ist Rani Rostbaum vom Survival Shop Überlebenskunst und ja, ich mag heute über den Tasmanian Tiger oder das Tasmanian Tiger Essential Pack sprechen und ja, diese Vorstellung, die war schon überfällig, denn das ist mein erster Tasmanian Tiger Rucksack, den ich überhaupt im Einsatz hatte und schon mehrere Jahre her und ich bin 100% zufrieden und ja, daher verdient es auch, dass wir mal darüber sprechen. Was du hier siehst, das ist Zubehör. Also die beiden Taschen, das sind Tech Pouches, die da drauf gemacht sind. Das muss nicht unbedingt sein. Ich habe es halt auch in der Farbkonstellation. Früher hatte ich auch hier auf dieser Seite und auf dieser Seite so ein Tech Pouch Nummer 1 drauf. Das habe ich dann runtergegeben, weil es doch ein bisschen zu viel war für mich, weil es nicht mehr notwendig war und ich es für andere Systeme gebraucht habe. Aber das heißt, du hast dann auf einem Frontbereich des Rucksackes alles voll mit Molle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Molle-Systeme hier von unten bis nach oben. Also da hast du genügend Platz, um Ausrüstung raufzubringen. Das Ganze ist ein 6 Liter Rucksack. Das heißt, da ist nicht allzu viel Platz. Aber genau das ist ja auch die Idee des Produkts. Man muss sich immer die Frage stellen, wenn ihr ein Produkt von mir, was ist die Idee, um was geht's dabei? Und bei dem geht es einfach darum, dass ich Essentials, also das Wichtigste bei mir habe, und zwar in einem Rucksack, der selbst ein Gewicht, ich glaube 460 oder 480, was weiß ich, siehst du auf der Homepage, also sehr, sehr leicht ist, aber trotz alledem funktional und ihr alles mitnehmen kann, was ihr braucht. Das heißt, es gibt auch nur ein einziges Fach, ja, das kann man hier aufzippen. Wieder Zwei-Wege-System, eh ganz klar. Hier vielleicht noch, damit ihr es nicht vergesst, hier kann man, hat man ein Aklett-System, also da kann man einen Namen oder ein Badge oder irgendwas raufbringen. Und hier, ja, hier hat man das Fach. Es gibt eine Unterteilung, da gibt es noch ein kleines Fach, da habe ich immer mein Backup-Messer hängen. Ich habe meistens irgendwelche Mora oder hier dieses Light My Fire Fire Knife dabei. Und das stecke ich gern da so rauf, damit ich dann auch einen vernünftigen Zugriff dazu habe. Wie bei Tasmanian Tiger üblich, da die Möglichkeit, einen Schlüssel anzuhängen mit einem Karabiner zum Beispiel. Also das geht sich sehr, sehr gut aus und ja, natürlich auch eine Möglichkeit. Du kannst den Rucksack bis zur Hälfte aufklappen. Das heißt, der so weit kriegst du es auseinander, um auch nach unten noch zuzugreifen. Hier habe ich Feuerstarter-Kit und hier jetzt im Test dieses Jagd-Kit Nummer 3, das ich im Test habe und ja, hat auch da Platz, aber es hat jetzt nichts mit dem Rucksack zu tun. Das Messer wird auch noch in den Shop kommen, aber nur so nebenbei. Und ja, gute Möglichkeit, hier einiges zu verstauen. Also es geht mehr rein, als man am ersten Drücker glaubt. Also man kann es doch relativ voll füllen, aber es ist halt alles in einem Teil zusammen. Essentials Pack eben, also wirklich nur das Notwendigste. Was möglich ist, dass man hier einerseits eine Kompressionsschlaufe einsetzt, aber da auch noch Ausrüstung anhängt, zum Beispiel einen Regenschutz oder eine Jacke anhängt. Da gibt es eben zwei solche, Schlaufen, die man zuziehen kann, um hier noch Ausrüstung zu befestigen. Ich habe sie immer offen, einfach aus dem Grund, weil ich ja keine Anwendung dafür habe. Dann noch, ganz kurz, reden wir noch über das Tragesystem. Es gibt hier ja ein ganz einfaches, wirklich sehr einfaches Tragesystem und es ist auch nichts verstärkt jetzt hier im hinteren Bereich, was ja auch oft der Fall ist, wenn ihr jetzt an einen Bugout-Bag oder einen Raid-Bag von Tasmanian Tiger denkt, die müssen verstärkt sein, das ist hier ganz einfach nicht notwendig und das hat auch den Vorteil, dass es natürlich dadurch etwas leichter ist. Hier gibt es die Möglichkeit, noch einmal hier mit zwei Schlaufen einen Hüftgurt anzubringen, aber meiner Meinung nach unnötig und sinnlos. Aber auch klassisch, so wie es halt bei Tasmanian Tiger der Fall ist, überall, also D-Ringe und die Möglichkeit, noch weitere Sachen anzubringen. Auch wiederum hier kannst du ja mit einem Karabiner oder anderen Systemen was anbringen. Hier der Brustgurt, der ist natürlich höhenverstellbar. Ja, ganz normal. Und, ja, was ich sehr fein finde, weil ich das sehr gerne habe, dass man hier auch noch was anbringen kann. Da kann man jetzt zum Beispiel ein Messer anbringen mit einem Karabiner. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Das finde ich gut gemacht. Eine Möglichkeit hier dann auch den Rucksack, das Essentials Pack anzugreifen. Auf der Seite noch einmal die Ringe, um auch Ausrüstung anzubringen. Also ja, insgesamt eine sehr, sehr gute Sache. Gut durchdacht, hundertprozentig volle Qualität. Da stehen keine Fäden ab, gar nichts. Aber für wen ist der Rucksack? Jetzt stellst du die Frage, brauche ich das? Ob du das brauchst, weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, wofür gut ist und wofür ich ihn im Einsatz habe. Und du siehst, ich habe ihn in schwarz.
Einfach aus dem Grund, weil das ein Daybag, also ein Tagesrucksack für so ganz kleine Mini-Ausflüge gedacht ist. Und ich habe ihn in Schwarz, weil ich ihn eher im urbanen Gebiet einsetze. Das heißt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wäre natürlich auch in der Natur möglich mit Schwarz, weil ich bin eh nicht so auf Tarnung aus, also ist das für mich nicht so ein Thema. Ich habe hier jetzt Coyote, Kaki angebracht, außen sowas. Das Kaki ist nicht Coyote braun, sondern das Kaki, einfach damit da ein bisschen ja, von der Optik her was hergibt, aber wäre nicht nötig und das ist auch im Lieferumfang gar nicht enthalten. Aber für was ist er? Dass ich das Notwendigste mit habe. Das heißt, dass ich Wasser mit einem Becher mitnehmen kann, dass ich vielleicht mein iPad oder Smartphone oder mein Google-Bett oder wie sie alle heißen mögen, keine Ahnung, ja, mitnehmen kann. Dass ich da einen Regenschutz reinkriege, dass ich eine Haube, Handschuhe reinkriege, was man halt so braucht und trotz alledem funktional bin. Und das ist bei diesen ja, Essentials Pack ganz einfach irrsinnig cool, weil du ja auch fast kein Eigengewicht hast. Ich meine, jetzt ist er natürlich schwerer, weil ich hier die Teile noch mit habe und da auch noch einmal Kleinteile reinbringe, also da tut sich schon was. Aber im Endeffekt nicht einmal ein halbes Kilo, das ist super. Und ich habe dieses Essentials Pack auch in Oliv, ja, für die Natur. Und da nehme ich es im Raidpack mit. Das heißt, es ist im Raidpack zusammengelegt, zusammengefalten, damit ich nicht das Raidpack dann immer mittragen muss, wenn ich auf einer längeren Tour bin, sondern immer nur mit dem Teil hier Tagesscoutings mache und nur das Notwendigste mitnehme und das große Backup, ja, das bleibt ganz einfach zurück im Basecamp. Ist auch so, dass es ein eigenes Two-in-One-Bag gibt, glaube ich, von, ich glaube, so heißt das, von Tasmanian Tiger, wo auch dieses Essentials-Bag als der zweite Teil gedacht ist, damit man eben eine Kombination hat. Tagesrucksack und einen richtigen Rucksack, Expeditionsrucksack. Also für das ist es da und ich kann auch sagen, dass es mir noch nie in den Stich gelassen hat. Also da reißt nichts ab, man kann es wirklich auch voll füllen. Ich habe da schon 4 Wasserflaschen drinnen, 2 große und 2 kleine. Also das waren auch 4 Kilo und dann noch da außen drauf und alles vollgefüllt. Und das natürlich spürt man das dann am Tragesystem, aber ausreißen tut das nicht, weil es gibt ja auch Billigstprodukte, die man kaufen kann, die dann gleich einmal abreißen. Das ist hier bei Tasmanian Tiger definitiv nicht der Fall. Es ist auch hier eine Öffnung, wenn es einmal reinregnen sollte, dass das, ja, damit du deinen Rucksack nicht mit Wasser füllst, das ist alles gegeben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Essentials Pack ist 100%ige Qualität, ist ein super D-Rucksack. Ich kann ihn dir 100%ig empfehlen. Alle Kunden, die etwas gesucht haben im Zusammenhang mit, ich will nur ein paar Kleinigkeiten mitnehmen und dann herumlaufen damit, sind damit zufrieden, weil es so wenig Eigengewicht hat, weil es gut verarbeitet ist, gut austariert ist. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Ich hatte noch nie irgendwelche Beschwerden und selbst habe ich ihn ja auch andauernd im Einsatz, sicher 2-mal die Woche. Daher auf jeden Fall Daumen hoch. Ich sage danke fürs Dabeisein. Vielleicht magst du mir einen Kommentar schreiben. Vielleicht magst du mit uns deine Erfahrungen zu diesem Daybag teilen. Vielleicht magst du uns auch einen Kommentar schreiben, welches Daybag, also welchen Tagesrucksack du einsetzt, welche Marke du hast oder ob du überhaupt eine Marke hast, was für dich wichtig ist. Also würde mich einfach freuen. Daumen rauf, Daumen runter, auch alles okay natürlich hier im Video beziehungsweise ein Abo wäre auch fein, würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage danke fürs Dabeisein. Wenn es was gibt, ganz einfach nachfragen. Ja, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.